Schönen Dank für diese sehr sympathische und nette Einführung. Als ich heute Mittag zu meiner Sekretärin gesagt habe, mein Gott, auf was habe ich mich wieder heute Abend eingelassen, und ihr erzählt habe, ich muss 20 Minuten über mein Leben erzählen, da hat sie gesagt, so, nächstes Mal machen wir zusammen Kalenderhygiene. Und dann habe ich gedacht, aber es war so sympathisch, wie ich gefragt worden bin, und Gerte Gatermann hat mich noch angerufen und hat gesagt, ich habe dich vorgeschlagen und du darfst mich jetzt nicht enttäuschen, du musst einfach teilnehmen an dieser Veranstaltung. So, das war meine Geschichte. So, und in dem Bereich gehen. Okay, so, und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt 20 Minuten erzählen soll über meinen Werdegang, mein Leben, dann ist das nahezu unmöglich, ein halbes Jahrhundert in 20 Minuten zu erzählen. Und da ich weiß, dass ich mich immer so schnell verzettle und nicht von dem einen Thema zum anderen komme, habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal mit 5 kleinen Geschichten. Und wenn ich die letzte irgendwie nicht mehr zu Ende erzähle, ist auch nicht so schlimm, dann können wir das auch in der Diskussion machen. Also, die erste Geschichte ist eine von dem kleinen Ort, wo ich herkomme. Also ich bin vor über einem halben Jahrhundert geboren worden an der Luxemburger Grenze, und ich glaube, man hört auch noch an meiner Sprache, dass ich ein bisschen schlecht Deutsch rede, weil zu Hause mit meiner Familie rede ich immer Luxemburgisch. Also, in einem kleinen Dorf, Salmerich, 17 Häuser hatte das damals und ungefähr 100 Einwohner. Und heute hat es immer noch 17 Häuser, nur noch die Hälfte der Einwohner. Und die Nutzung hat sich geändert, also damals waren es überwiegend Bauernhäuser, Bauernhöfe, und heute ist es ein Schlafen im Heu, ein Gastronomiebetrieb, ein was weiß ich. Also es hat sich ein bisschen geändert, aber dann, als ich zur Welt kam, das war sozusagen zunächst mal die große Katastrophe, dass auf dem Bauernhof als Älteste ein Mädchen zur Welt kam. Und dann wurde die Katastrophe noch größer, weil ich habe noch 2 Schwestern. Und das war einfach unglaublich, zumindest für meinen Vater, der immer gedacht hat, naja, sozusagen seine große Leidenschaft als Bauer, die wird von uns übernommen, und dann war ich eben ein Mädchen. So, und dann gab es aber noch eine Katastrophe, dass es nämlich gar keine Möglichkeit gab, eine Ausbildung in diesem kleinen Dorf und in der Nachbarschaft zu haben, und schon gar keine weiterführenden Schulen. Es gab ein Gymnasium, aber dieses Gymnasium, das nur 5 Kilometer weit weg war, war nur zugelassen für Jungs. Da kamen die besten Jungs aus ganz Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland hin, aber wir als Mädchen durften da nicht hin. So, und dann hatte ich aber wieder großes Glück, es war dann doch nicht so dramatisch, es wurde nämlich eine Realschule gegründet, und ich konnte dann meine Eltern überzeugen, dass ich in diese Realschule gehen konnte, und die war aber 17 Kilometer weit weg in Neuerburg, und es gab gar keine Möglichkeit, dahin zu kommen, und dann bin ich immer mit dem Postbus, der über alle Dörfer gefahren ist, morgens um 6 losgefahren, kam um 7 Uhr an, habe eine Stunde auf dem Schulhof gestanden, konnte dann um 8 Uhr in die Schule gehen, und nachmittags war es ungefähr wieder der gleiche Weg zurück.